Es geht um Ihren Stromtarifzylinder, ja? Und den Strohtarif? Genau. Ja. Was ist da Genau. passiert? Es ist nichts Schlimmes passiert, es ist was Oh, Gutes. okay. Sie können jetzt nächsten Monat, müssen Sie nicht mehr so viel bezahlen, Sie können ab nächsten Monat weniger bezahlen und so sparen Sie Geld, ja, Herr Ah, das Zylinder? ist sehr gut. Ich rufe Sie von Stadtwerk an. Herr Zylinder, ich rufe nicht von Stadtwerke an, aber der Grundversorger bleibt die Stadtwerke natürlich, das ist so, genau. Herr Okay. Zylinder, ja, Ja. genau. Super, Herr Zylinder, einen Moment, Ja. Herr Zylinder. Ja. So, Warum sagen Sie so. immer meinen Namen? Wie bitte? Warum sagen Sie immer meinen Namen? Ihre Name? Ja, habe Sie jetzt ungefähr 20 Mal schon gesagt bei 20 Minuten. Mögen Sie meinen Namen? Hallo? Da lag nämlich schon wieder aus. Was ist denn da los? Was ist denn da los, Herr Zylinder? Hallo? Hallo, Herr Zylinder. Wollen Sie mein Kultur lustig machen? Wollen Sie nichts? Ich mache nichts deine Kultur lustig. Machen Sie bei mir lustig, meine Zylinder? Was hast du denn für eine Kultur? Meine Kultur ist Deutsch. Was ist deine Kultur, Herr Zylinder? Ja, ich bin Inder. Hey, Inder, aber Bonita. Was? Bonita, haben Sie mit der Kuh geredet? Nein, wir haben die Kuh Verehrung machen. So, was ist dein Problem? Haben Sie mit Kuh Verehrung machen? Hallo, bist du Nazi oder was ist dein Problem? Hallo? Nein, ich bin nicht mehr, ich habe nichts mit der Hitler zu tun, Ja, Herr Zylinder. kannst du mir mal Chef geben? Hallo? Hast du Drogen genommen? Das ist illegal bei Deutschland. Hammer, hey. Kannst du jetzt mal bitte normal reden? Kannst du bitte mit deinem Chef geben? Du hast mir sehr beleidigt. Ich habe. Hallo? Okay, Herr Solinda. Jetzt. Okay, Herr Solinda. Was bezahlen Sie monatlich für Strom, Herr Solinda? Also erst wirst du mich auslachen und jetzt willst du wieder mit mir Na, arbeiten? ich lache mit Ihnen, Herr Solinda. Nein, Mit Ihnen zusammen. du hast meine Stimme nachmachen, du hast meinen Namen lustig gemacht und jetzt willst du Geschäft Na, Herr mit mir machen? Solinda. Herr Solinda, Sie wollen mich doch hier verarschen. Sie machen doch Ihre Stimme anders, ja? Sie reden perfekt Deutsch, nur mit dem Dialekt. Also können Sie das mit jemand anders machen, aber nicht mit mir. Bleiben wir ernst oder wir können auch gerne den Gespräch unterbrechen, Ja, Herr Solinda. kannst du mir jetzt einfach mal Chef geben, so kannst du nicht mit mir reden und mit Kunden sprechen. Okay, Herr Solinda, ich gebe Ihnen einmal kurz meinen Chef, ja? Ja. Ja, hallo? Ja, hallo, sind Sie die Manager? Ja, genau. Ja, der Kollege, der hat mich schwer Beleidigung machen. Was hat er denn gesagt? Der hat meine Stimme nachmachen, hat sich über mein Indien lustig machen und über den heilige Kuh. Hallo? Okay, also Linda, gar kein Problem. Ich mache das und wir klären das und dann wünsche ich einen schönen Tag noch, ja? Ja, können Sie dann bitte einmal jetzt mit mir Okay, kein anständig Problem. reden? Ja, okay, ich gebe kurz weiter. Ja. Jetzt, Herr Solinda. Ja, hallo. Jetzt, Herr Solinda. Können Jetzt mal Spaß beiseite. Herr Solinda, was zahlen Sie gerade monatlich für Strom? Sie sich bitte zuerst bei den heiligen Kuh entschuldigen? Geh auf die Knie vor deinem Gott und bitte um Verzeihung bei der heiligen Kuh Ganesha. Hallo? Okay, ich mache ein Entschuldigen bei Heilige Kuh, ja? Hey, Bonisha, tut mir leid, machen Sie Entschuldigen bei dieser deutschen Nazi, ja? Ja, das ist sehr gut. Kannst du jetzt bitte eine Banane opfern? Was? Eine Banane opfern? Ja, als Entschuldigung für Ganesha. Okay, Bonita, ich mache eine Banane, ich habe gesteckt bei der Bonita. Ja, Ganz, ganz hinten, du ja? kannst die Banane bei deinem Bonita reinmachen. Hat du das verstanden? Okay.
machen zusammen mit dieser Bonita, ja? Ja, da kannst du Video machen, kannst du bei Internet reinmachen, da wirst du viele Klick bekommen. Viele? Wie viele? Und weiß ich nicht, 6 Millionen? 6 Millionen? Oh, ich würde dann eine kleine Star haben. Ja, du hättest eine kleine Star bei deiner Bonita stecken. Okay? Ah, stecken bei deiner Bonita. Und ja, redest du immer so mit Kunden? Nein, aber die Kunde, wenn er reden mit mir so, ich lasse nicht so bei mir reden. Warte mal, soll ich dir mal meinen Kumpel geben? Ja, geben Sie mal andere Kumpel, andere Bonita. Ja, warte mal. Okay, keine Problem, ich warte mit der Eko. Nee, hör mal zu. Wie ist dein Name, Bled? Kommst du von der Inder zu russischer Dialekt? Wie hast du mit meinem Kumpel gesprochen? Ich habe alles gehört, hey. Bled. Hey, nach, ich sag dir was, Bler. Apusti Telefon, Sukinsen. Keine Chance bei mir reden, so. Ich hab geredet mit dieser Kuh, Mann. Und ich möchte reden nachher mit dieser Kuh. Hast du verstanden? Willst du mit der Kuh sprechen, dann musst du eine Audienz bitten. Audienz bitten? Bei heilige Kuh. Bei heilige Kuh, Suka, Bled. Wie redest du mit Kunden nachher? Okay, hey. Kollege, kein Problem, Mann. Hast du das, was du kannst, habe ich schon mit 16 gemacht. Also gar kein Problem, ja? Ja, und wie alt bist du jetzt? Bist du jetzt Hitler machen? Kannst du auch solche machen? Bist du jetzt gerade 18 geworden, das darfst du bei illegalen Callcenter arbeiten? Oder ist es egal? Was für eine Callcenter? Was ist das? Ich nichts verstehe diese. Haben Sie neu erfunden, diese Wort? Ist mir klar, dass du nichts verstehst. Du hast Intelligenz von Meerschweinchen. Und du hast Intelligenz von einer kleinen Kakerlake. Von Putin. Ja, und du hast von Obama. Ja, Obama. Was willst du mit Obama? Du kannst es nicht mal schreiben, Bled. Ja. Wo ist dieser Kuhmann? Gibst du mir diese Kuhmann? Dieser war besser. Warum möchtest du mit Kuhmann sprechen? Möchtest du? Gibst du diese Kuhmann, bitte? Ja, werde ich machen. Einen Moment. Ja, hallo? Hey, Bonita! Und hast du dich mit Dimitri anfreunden? Weißt du, was das Problem ist? Deine Stimme hört sich glitzergleich an, ob auf russischer Dialekt oder auf indischer Dialekt. Das ist doch gar nicht wahr. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Ja, mach mal. Ja, dass es indisch ist, hört sich dann anders an. Machst du dieser indische Dialekt andere Zunge und andere Kopf, ja? Mit ja, natürlich. Bonita interessiert mit Bonita. Genau. Bonita. Okay, Kollege, hat mich gefreut, war witzig. Ja, willst du jemanden grüßen? Du bist live bei Internet. Ja, ich will jemanden grüßen. Ich grüße diese heilige Bonita. Hi Bonita, wie geht's Bonita? Kommst du wieder bei mir vorbei? Ich will mit dir wieder reden. Es tut mir leid, Entschuldigung. Kommen wir wieder zusammen. Also, okay, Mann, alles klar. Wenn du willst, dass den zu dir kommt, weißt du, wir haben Stundenrate. Saki Saki kostet $5, okay? $5? $5. Okay. Ist das ein guter Preis? Keine indische Dollar? Keine indische Dollar? Weißt du, wie heißt die Währung von Indien, du Intelligenzmonster? Nein, ich nichts verstehe diese Intelligenz mit. Intelligenz? Kannst du mir sagen? Ja, das ist indische Rupee. Okay, Kollege, ich muss auflegen, ich muss weiterarbeiten. Ja, also, das ist doch keine Arbeit, was du da machst, du zockst du den Leuten ab. Okay, Kollege, wenn du das meinst, dann komm, ich zeig dir ein Angebot und danach kriegst du schwarz auf weiß nach Hause. Alles klar. Dann kriegst du das und dann, wenn irgendwas dann falsch ist, kannst du gerne zur Polizei gehen. Machen wir das so? Ja, das können wir so machen. Okay, sag mir, was für ein Tarif du haben willst, sag mir, was du im Kilowatt verbrauchst im Jahr und ich sag dir einen Preis und wenn du das nicht schwarz auf weiß nach Hause bekommst, genau was ich dir sage, kannst du gerne zu den Bonita-Polizei gehen. Bonita Polizei, 1800 Kilowatt. 1800 Kilowatt. Na, Bakala Donut. Kennst du indische Musik? Können wir singen? 1800 Kilowatt zahlst du 50 Euro. Willst du es oder willst du es nicht? Im Moment zahle ich 48. Ja, 48 in deinem Traum. Sollen wir zusammen indische Lied singen? Kennst du MC Punjabi? Genau, du bist doch gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hast du mich gesehen? Ja, deine Kumpel, die alle dir rauslachen, die haben gesagt, ich soll bei dir anrufen. Soll ich dich ein bisschen verarschen, habe ich dir gesagt. Ja? Habe ich gut gemacht. Das Gute ist ja, ihr habt mich ja nicht verarschen lassen, ne?
Na ja, doch, du hast die ganze Zeit mitspielen. Ja, mitgespielt habe ich natürlich. Ja, natürlich. Weil es doch auch Spaß macht, ein bisschen zu lachen. Ja, soll ich dir Internetadresse geben? Da kannst du mal reingucken. Ja, sag mal. Bist du bei YouTube? Ja, sag mal. Telefonziege. Was denn? Hey, Digga, du musst den Ding mal. Ich hätte das aufnehmen müssen, diese ganzen Gespräche. Scheiße. Ja, ich kann das hochladen, da kannst du dir das anhören. Ja, dann ohne Scheiß, hast du es aufgenommen? Das, ich schwöre, bei mir ist kein Problem, ich würde mir gerne reinziehen. Und ja, alles klar, soll ich dir hochladen? Ja, lade mal hoch oder lade was anderes hoch. Und ja, da sind, ich glaube, 60 Videos, da kannst du dir angucken. Ja, sag mal. Hab ich dir gerade gesagt, Telefonziege. Ja, geh ab, Mann, was du Telefonziege, Alter. Nein, wirklich, musst du bei YouTube reinschreiben, Telefonziege. Das ist mein ohne Seite. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, ich schwöre auf den heiligen Kuh. Ah, geh weg, Alter. Okay, nein, geh gucken. Du kannst doch jetzt aufmachen. Gucke rein. Warte, ich gucke rein. Warte. Ja, du brauchst Mann, aber lang zu ab, tippen. Tippst du mit deiner Nase? Ich zeig nicht ab. No, ich glaube, ich habe einen neuen Fan gefunden. Nein, wie hast du das gelernt? Telefonziege oder was? Ja, richtig zusammengeschrieben. Hast du gefunden? Warte doch mal. Oh, wie langsam bist du denn? Also wenn du so langsam arbeitest, dann kannst du keinen Abschluss machen. Da wirst du keine Provision kriegen. Oh Mann. Oh nee. Wo gibt's das, Mann? Bei YouTube immer noch. Hä? Na wahr, hier gibt's nichts Gescheites, Mann, Telefonziege. Was ist da? Ja, was, kannst du das Wort Telefon und Ziege nicht schreiben? Was schwätzt du, Digga? Ich hab das richtig geschrieben, hier kommt nur Schrott. Dann geh mal oben, mach mal bei Adresszeile YouTube, Schrägstrich und dann einfach Telefonziege schreiben. Dann wirst du da hinkommen, wenn du zu blöd bist, das bei Suchmaschinen zu finden. Okay, kein Problem. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich muss weitermachen, ja? Nee, du musst dir das jetzt noch, du musst dir das jetzt, Marajakr, du musst dir das jetzt noch mit mir angucken. Ich muss Feedback haben. Ja, ja, ich habe keine Zeit, Digga, ich würde es gerne angucken. Guck du weiter doch mit deiner Kuh. 2 Minuten, hast du doch noch Zeit. Was, wo soll ich rein, Mann? youtube.com/telefonziege. Ja, geht's nicht, Alter. Okay, ich wünsche dir einen schönen Wie, Tag, Wie, das Mann. Geht nicht? Bist du zu blöd zu tippen? Digga, übertreib jetzt deine Rolle nicht, okay? Ich wünsche dir einen schönen du Tag, Alter. Übertreib nicht deine Rolle, Mann. Was machst du? Kommst du sonst mit Messer, Mann? Ich mach dich Messer, Mann. Geh Milch trinken, Kuh. Wollt ihr den totalen Krieg? Du bist kaputt, Alter. Ohne, du brauchst eine Therapie, mein Freund. Und ja, möchtest du mein Therapiehund werden? Ich kann deinen Bauch okay, kraulen. Telefon, Tigger. Okay, Tigger, gehst du machen Taka-Taka mit deine kleine... Mimi, ja, tappa, tigger, 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 ja. Oh, mein Jacker.